aus Dilbrecht zur zweiten Etappe unseres Adventskalenders Sternenstaub. Ja, mit dem Stern unterwegs sein. So sind wir mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Wo wir unterwegs sind, lass uns heute mal ein bisschen zurückschauen in unsere Vergangenheit, in unsere Jugend, in die Zeit unseres jungen Erwachsenen-Daseins. Da waren bei dem einen oder anderen viele Sehnsüchte im Herzen, die da brodelten. Gab es vielleicht sogar Berge, die man am liebsten versetzt hätte? Oder schauen Sie zurück, ein bisschen wehmütig in die Zeit oder sogar frustriert über das, was alles vielleicht nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall eine Zeit von großen Wogen, Gefühlswogen, die sich jetzt wahrscheinlich in Ihrem Leben mehr oder weniger schon geglättet haben im Erwachsenenleben. Naja, manchmal schaut man wehmütig zurück und denkt, habe ich mir das eigentlich Leben so vorgestellt? Oder habe ich vielleicht etwas verpasst, etwas vermisst? Oder wie ist es mit meiner Sehnsucht? Womit habe ich sie zugeschüttet? Lebt sie noch? Ist da noch was, ein Funken? Und ich glaube, die frohe Botschaft ist, der Heilige Geist kann durch unsere Sehnsucht zu uns sprechen. Und die zweite frohe Botschaft, man ist nie zu alt oder auch zu jung, um seiner Sehnsucht zu folgen. Wir wissen aus der Bibel und auch überhaupt über ganz, ganz wenig über diese Weisen aus dem Morgenland. In der Kunst werden sie meistens dargestellt als Menschen im fortgeschrittenen Alter, die dennoch bereit sind, alles stehen und liegen und hinter sich zu lassen, um ihrer Sehnsucht zu folgen. Als ihnen nämlich ein Licht aufgegangen war, als ihnen dieser besondere Stern aufgegangen war. Manche Wissenschaftler meinen, vielleicht war es auch eine besondere Sternkonstellation, wie auch immer. Sie haben sich, ja, hauptberuflich könnte man sagen, mit Sternen beschäftigt. Aber das war mehr als nur ein Beruf. Das war ihnen wohl ein Herzensanliegen, etwas, was sie nicht einfach nur gemacht haben, um Geld zu verdienen, sondern da steckte ihre ganze Sehnsucht drin. Und als dann dieser besondere Stern aufgeleuchtet ist, hat, da haben sie ihrer Sehnsucht Raum gegeben und sich auf den Weg gemacht. Ja, wir wissen so gut wie nichts über diese Weisen. Noch nicht mal ihren Namen kennen wir oder ob sie außer der Sterndeuterei noch andere Berufe gehabt haben. Erst so ungefähr im 6. Jahrhundert wurden sie zu Königen gemacht. Und selbst, dass es drei waren, ist nur eine Schlussfolgerung anhand der Anzahl ihrer Geschenke. Die Bibel sagt das nicht, sie schweigt dazu. Man findet sie auch sonst nirgendwo in der antiken Literatur. Und doch stehen sie im Neuen Testament gleich am Anfang, Matthäus, Evangelium Kapitel 2. Und die Bibel erzählt davon. Warum erzählen wir heute noch von ihnen? Warum dieses eigentlich relativ unauffällige Menschenleben, warum ist es dennoch so bedeutsam in der Bibel? Die Antwort lautet ganz einfach. Diese Menschen waren bereit, einem großen Stern zu folgen. Von Leonardo da Vinci ist ein berühmter Ausspruch überliefert, der heißt, binde deinen Karren an einen Stern. Vielleicht so berühmt geworden, weil er vordergründig unsinnig ist. Das kann doch nicht funktionieren, seinen Karren an einen Stern zu binden, lieber an einen kräftigen Ochsen. Nur der Ochsen, der weiß nicht, wo es hingeht. Und so ist es also die Vision, die uns Menschen den Weg vorgibt. Dieser Spruch, binde deinen Karren an einen Stern, ist wohl berühmt geworden, weil er darauf vertraut, dass Menschen Visionen haben können, eine Vision für die Zukunft, eine Vorstellung von dem, wie es sein könnte, wie sich das Leben ändern könnte. Und mag unser Leben sich auch nur anfühlen wie Sternenstaub, klein und unbedeutend. Unser Leben wird groß, je nachdem, welchem Stern wir folgen. Sind Sie bereit? Seid ihr bereit, eurer Sehnsucht zu folgen? Die drei Weisen,
waren zu Fuß oder vielleicht auf Kamelen unterwegs. 1300 Kilometer. Gott, und so zeigt sich dann später, segnet es, dass sie ihrer Sehnsucht so konsequent gefolgt sind. Das Interessante daran ist eigentlich sogar das Besondere, dass Sterndeuterei in der Bibel nicht gut wegkommt, ja als etwas Heidnisches gilt, etwas gilt, wie ich die Zukunft deuten will, außerhalb dessen, was Gott uns sagen möchte. Oder dass es auch oftmals einfach Geschäftemacherei ist, diese Sternendeuterei. Aber wie gesagt, für diese drei Weisen ist die Beschäftigung mit den Sternen nicht eben nur ein Geschäft, sondern eine Herzensangelegenheit, eine Sehnsucht. Und am Ende dieser Sehnsucht, da finden sie den, der ihre Sehnsucht stillen kann. Sie finden am Ende ihrer Sehnsucht Jesus Christus. Und so beginnt das Neue Testament mit dieser besonderen Geschichte, wo sich Menschen auf den Weg gemacht haben. Am Anfang ihrer Reise wissen die Weisen überhaupt noch nicht, wen sie da genau treffen werden. Sie wissen noch nicht einmal, wer das ist. Aber sie haben ihn kennengelernt, den Retter der Welt in dieser Krippe. Und so wünsche ich euch und ihnen, dass sich ja dieser Gedanke eines neuen Aufbruchs, ja, dass er sie ein wenig beschäftigt, bis ihr euch auf den Weg macht, um diesem wunderbaren Heiland, unserem Herrn Jesus Christus, persönlich zu begegnen und vielleicht dann eben auch in den Kleinigkeiten des Alltags auf diesem Weg. Das wünsche ich Ihnen in dieser und euch in dieser Adventszeit. Gottes Segen.